So, also nochmal willkommen, ein kurzes Video für YouTube. Wir sind mitten im Stream, es ist 9 Uhr und die neuen Belohnungen für die Money in the Bank Karten sind da. Sina und Fiend, ihr werdet es wahrscheinlich schon selbst gesehen haben. Ich habe ja 58.000 Verträge gespart und werde dann mal überlegen, wen ich will. Kann man sie sich angucken? Genau, kann man. Also das Gute ist, die Karten sind 5 von 5 mal verfügbar. Ist jetzt nicht so, dass ich genug Verträge hätte, dass ich mir 5 holen kann. Aber man kann sie mittlerweile fortifyen, auf Fortify 3 bringen, was sehr, sehr nice ist bei solchen Karten. Sie sind beide blauer Pfeil nach rechts, darum nehme ich die optisch schönere Karte, die Fiend ist. Bei Fiend habe ich nicht so viele Bilder, wie wir alle natürlich. Aber Sina ist tatsächlich das Bild sehr langweilig. Und Sina sieht hier so irgendwie so reingezimmert aus. Und darum finde ich, passt da Fiend viel besser rein auf das feurige Piratenschiff. Achso, ja, genau. Ihr dürft nochmal schreiben, hallo YouTube. Ich musste leider das Video neu starten, weil es letzte Aufnahme kacke war. Und da haben alle geschrieben, hallo YouTube. Jetzt gerne nochmal. So, und darum haben wir uns entschieden, wir holen uns mit den Money in the Bank Verträge zweimal Fiend. Und dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht noch einen dritten holen. Das ist wahrscheinlich machbar in der Zeit. Und mal gucken. Vielleicht sparen wir auch dann für die nächste. Aber so. Kauf wird durchgeführt, da ist er das erste Mal. Das Video läuft, der Ton läuft. Fiend Nummer 1. Fertig. Und Fiend Nummer 2. Und wie gesagt, wir könnten ihn noch dreimal holen. Ich bin jetzt nicht so der viel Money in the Bank Spieler, aber nehme gerne meine Money in the Bank Kämpfe mit. In 34 Tragen wäre es nochmal machbar, die nächsten 18.000 zu holen. Ich denke, das wäre sogar in 2,5 Wochen, 3 Wochen vielleicht für mich machbar. Das müssen wir mal gucken. Und den playleveln wir und spielen ihn jetzt in der RTG. Da schauen wir auch mal rein. Ja genau, Zwotted Chance für JSP, die Begrüßung zu machen. Es ist 21:18 Uhr, ich bin bei AJ Styles. Gleich durch. Und ja, dann machen wir weiter, dass wir uns den Taker noch in Pro holen. Und dann habe ich ja gesagt, heute Morgen direkt nach dem Video habe ich auch was gezogen. Und wer mir auf Instagram und Twitter folgt, hat es natürlich schon gesehen. Boah, ich hasse es, dass sie es neu kombiniert haben wegen den beknackten Ausrüstungen. Genau, eine Ausrüstung habe ich auch gezogen. Wie kann man sie angucken? Veredeln. Genau, 14 Matches sind mittlerweile drauf. 1% für den Auslöser, also für den Move. Und ja, ist nett. Ich bin gespannt, ob wir da ein paar mehr ziehen oder ob man da nur eine im Quartal zieht. Das werden wir sehen. Aber ich habe ein Pro gezogen, was viel wichtiger ist. Und nämlich, ich wollte schon sagen, da ist noch eine, nämlich die zweite Alexa Bliss, was sehr, sehr nice ist, eine zweite Diva. Sie ist am Playleveln. Und dann gucken wir nochmal, ob ich sie dann auch pro'n werde. Und mit Fiend haben wir jetzt mal einiges zu tun, dass wir den auch playleveln. Wir können schon mal alles reinstecken, was wir haben. Und ja, dann werden wir uns angucken, wenn er dann fertig gebrot ist oder beide fertig gebrot ist. Da ist noch ein bisschen Zeit. Denn wir müssen sie ja noch playleveln. Und das war es jetzt mit meinem kurzen, spontanen Aufnahme für das morgendliche YouTube-Hallo. Jetzt haben wir natürlich ein schönes, langes, gemeinsames Wochenende. Ich werde auf jeden Fall, wie heute, auch den Stream nochmal anschmeißen übers Wochenende, da ich mir ja Undertaker Heroic holen wollte, will, haben wir auch genug Zeit für den Stream. Darum, wer es noch nicht gesehen hat oder mir noch nicht auf Instagram, Twitter oder im Discord folgt. Oh, ein Follow kam direkt noch mit rein. Niki on Air, danke dir, schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr.
Und wie gesagt, auf Discord, im Discord beitreten, in Instagram, in Twitter beitreten, dann sieht er immer zum einen, wenn ich was ziehe und zum anderen, wenn ich den Stream anschmeiße. Nächste Woche habe ich Urlaub, auch nur das zur Vorwarnung. Da werde ich durchaus auch mal tagsüber anschmeißen. Und das war's jetzt für das spontane Video. Niki, nee, die sind alle gleich. Oh, da kommt gleich das nächste voll an. Die sind gleich von den Werten. Die sind halt nur anders verteilt. Sina hat halt die 86.000 bei Charisma und die 84 bei Kraft oder wie auch immer verteilt. Und ja, dann sage ich erstmal schöne Ostern. Bleibt alle gesund und wir sehen uns hoffentlich im Stream und beim nächsten Video. Das ganz zum Schluss sage ich nochmal Kommentar und Daumen hoch und ich freue mich. Bis denn, meine Freunde. Bye. Bye, sagt er. So.